So, okay, also wir haben schon die Granatwerfer, irgendwie das schon ganz gut. Ja, ja, also wir sind hier, glaube ich, hier ist... Okay, gut. Hier sind wir durch, aber hier können wir jetzt zum Beispiel nochmal deinen... Ja, nee, der ist jetzt weg. Schau mal da, der Kleine liegt noch da. Okay, also wir müssten ihn quasi nochmal einmal entsaften. Ja, super. Haben wir ja noch nicht so oft gesehen, wie das passiert. Mit hoffentlich mehr Health. Ich weiß nicht, wie viel Leben haben wir denn jetzt? Auch eigentlich nicht mehr als vorher, ne, glaube ich. Dürfte eigentlich genauso viel sein, leider. Das heißt einfach nur, dass wir die Automaten halt nicht anfassen. Ja, genau. Erst wenn wir einen Plan haben. Ja. Echt, wer denkt sich sowas aus? Wer denkt sich sowas aus? Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt wird gleich wieder der Parasit loslegen. Genau. Dann sehen wir nämlich auch gleich, wie viel Leben wir haben. Der Gute. Ich wäre auch mal wirklich interessiert daran zu wissen, wie sieht die finale Form aus. Ja, weil wir, das, was wir sehen, ist ja gerade mal, wir sehen unsere Extremitäten irgendwie und das war's dann irgendwie. Oh, guck dir das mal an, Alter. Wir haben keine Chance, Benni. Also wir können nochmal hier, ne, warte mal, hier waren wir ja schon. Ne? Können wir hier nochmal irgendwie was? Hier kann ich nicht rauf. Nee. Das war das Ding, was zerstört war. Das heißt, wir können ja nur noch hier hinten lang. Genau. Und nach unten. Von oben sind wir gekommen. So, na dann. Hauen wir die Granate da durch irgendwie und dann schauen wir mal. Vielleicht kommen wir da vorne noch irgendwo weiter. Vielleicht können wir jetzt überhaupt an den Automaten uns irgendwie leben und wieder zu gehen? Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Nee. Wir haben vergessen, uns ja, Munition zu holen. Ich hab noch 2 Schuss. Tja. Naja, gut. Ich sag mal so, bevor wir jetzt das Problem mit dieser Hand noch nicht gelöst haben, irgendwie. Oh, hier könnten wir mit 4 durch. Mhm. Können aber den Apparat nicht in der Hand halten. Nee. So, und da kommen wir nicht durch. Da ist Abgrund. Ja, hier kommen wir noch rüber. Da ist der Firma. Können wir auch nichts machen? Na, wahrscheinlich werden wir da, wo der 4er ist, werden wir Zugang zu dem 5. Schlüsselstein bekommen. Das Ding können wir nicht bedienen. Genau. Und der öffnet quasi das große Tor. Okay. Das ist halt so alles so Giga-Style irgendwie, ne? Also gerade mit dem Rummelpoppe hier, ey. Hast du dir mal die Bilder von Giga angeguckt? Nee. Nee, mach mal irgendwie. Das ist halt, ist so viel Sexualität in diesen Bildern irgendwie. Denn gut, wenn meine Frau mich dann irgendwann fragt, was machst du da eigentlich? Dann sage ich, ja, ich muss recherchieren für unseren Kanal. Nee, tatsächlich ist ja HR Giga ist ja ein namhafter Künstler, ne, irgendwie. Und der hat ja wirklich Bilder geschaffen, irgendwie, die über, ich sag mal, eine gewisse Zielgruppe, die das anspricht, ja hinausgeht. Das also, Ding ist jetzt, Stevie. Wir müssen uns die Hand abpacken und müssen dann so schnell wie möglich hier hin, damit wir hier den 4er-Schlüssel aktivieren können. Ich könnte mir vorstellen, dass das funktionieren könnte. Von der Zeit her, na, anders geht's nicht. Weil einmal haben wir frei, quasi. Einmal überleben wir. So, rin mit den Stinkefinger. So, na und jetzt schnell. Use the key. Hier können wir wieder durchschießen. Die Frage ist, wie viel Zeit haben wir, bevor der Parasit wieder nachwächst? Jetzt. Ja, jetzt. Okay. Also ich konnte 2 Sachen betätigen, wunderbar. Und bin tot. Aber wir sind tot. Haben wir noch irgendwie die Möglichkeit, uns jetzt Leben wiederzuholen innerhalb dieses ersten Areals? Also da, wo wir jetzt quasi aufwachen. Ich glaube nicht. Können wir nochmal einfach rangehen? Ja, wir können gucken. Aber mal schauen. Weil das wäre jetzt sonst ein. Das wäre echt ein beschissener Savepoint sonst. Ja, das ist eine Sackgasse sonst, haben wir. Okay, hier kann ich nichts machen. Also, eh ist. Ich brauche auf jeden Fall keine Heilung mehr. Alles probieren. Hier ist leider auch nichts mit Heilung. Ich hätte gedacht, dass da vielleicht nochmal was kam. Nee.
Munition. Das könnte man maximal noch machen hier. Okay, also an diese Lebenspanel können wir nicht ran. Ist nee, das also tatsächlich, ist das zeitlich leer. Irgendwie oder lädt sich das wieder auf? Weiß das einer von euch? Dies ist leer, scheiße. Hier haben wir auch nichts. Ja, das Spiel kann dich jetzt halt nicht in eine Situation verfrachten, irgendwie, wo du tatsächlich, wir sind jetzt in der Sackgasse, irgendwie. Das ist jetzt die Ja. Ich hätte gehofft, dass er hier vielleicht noch irgendwas hätte. Aber nein. Nichts. Hier kann ich auch nichts machen. Können wir uns hier irgendwo Leben wiederholen? Wahrscheinlich nicht. Warte mal, lauf mal zurück. Können wir jetzt schon runterlaufen? Nee, weil wir kriegen den Schlüssel hier nicht raus. Wir kriegen den Schlüssel nicht raus, richtig. Kriegt das Ding nicht geöffnet. Damit kommen wir hier nicht mehr zurück. Das ist jetzt Mist. Scheiße. Muss ich leider leiser machen. Das Spiel Last of Us. Achso, spielst simultan zockst du Last of Us, ja. Schön. Na gut. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, als das Ding jetzt hier zu öffnen. Das Einzige, was wir nochmal probieren könnten, weil können wir trotz der Wursthand quasi Leben nutzen, selbst wenn wir sowas finden. Also mit der Hand. Das ist die Frage, ja. Was ist denn? Warte mal, Lofer noch nicht weiter. Stopp. Lofer nochmal. Ach nee, okay, alles klar. Jut, hat sich erledigt. Naja, ich komme da nicht zurück. Also es wäre wirklich fair vom Spiel gewesen, mir ab dem Punkt jetzt erstmal wieder die Lebensleiste komplett zu füllen. Für genau solche Situationen jetzt irgendwie. Wie gesagt, wir pfeifen jetzt auf dem letzten Loch. Und sobald wir quasi diesen Automaten aktivieren, der uns die Hand wieder freischält, irgendwie verlieren wir kontinuierlich Leben. Ich will mal kurz oben gucken, ob wir oben noch irgendwas haben. Ob es hier noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, einen Granatwerfer irgendwas zu machen, irgendwie was freizuschaufeln. Ich gehe von aus nein, aber man kann ja trotzdem mal gucken. So, jetzt kannst du erstmal eine Ansprache halten, ja. Bürger Roms! Karthago muss fallen! Hier kann man nämlich auch nichts machen, wahrscheinlich. Jetzt unten gucken, ob es nach unten irgendwie weiter geht. Ist hier noch irgendwie schöne. Mann, da hinten geht's auch noch weiter. Okay, da vorne. Ach du Schande, Alter. Wo kommen wir denn hier hin? Was ist das denn? Sieht aus, als ob wir hier irgendwas einsetzen müssen. Ja, und hier, das ist das Tor. Wir standen auf der anderen Seite. Ah, verstehe, okay. Frage wäre für mich auch irgendwie, was haben wir überhaupt damit gewonnen, irgendwie? Schade. Swump. Was gewinnen wir, wenn wir mit der Vierer-Fernbedienung jetzt da durchkommen und das Ding aktivieren? Außer, dass der Tor offen ist. Na, einerseits, dass das Tor offen ist. Warte mal, kannst du da durchschießen? Hier meinst du? Naja, ich glaube nicht. Einerseits gab es da Munition. Ich weiß leider nicht, ob es da auch Heilung gab. Und wenn, dann wäre ich aber trotzdem zu langsam wahrscheinlich, um die Heilung hinzugreifen. Ich meine, was anderes bleibt uns ja fast nichts übrig. Hier ist nichts. Du kannst ja losgelöst davon, du kannst ja zu dem Areal hinlaufen. Quasi, stopp, bleib mal stehen. Schau mal über die Tür. Welche rechts. Tür? Ja. Alter.
Na, läuft bei denen hier. In the Temple of Love, Love, Love. Shine like Thunder. Ach, hier ist der Weg, der kaputt ist. Verstehe. Okay. Ja, genau, richtig. Er hat zu schnell den Reißverschluss zugemacht, weißt du? Okay, hier ist auch nichts, ne? Na gut, dann können wir nur den Weg gehen, den wir vorhin auch schon gegangen sind. Aber es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir am Ende... Nee. Achso, muss halt nee, okay. Hier alles ist ja... Nur nachladen. Aber selbst das könnte ich nicht nehmen. So, na dann schieß mal frei das Ding. Vielleicht gibt's noch irgendwo einen anderen Weg. Okay. So, hier haben wir jetzt quasi die Vierertür, wir haben die Fünfertür. Wo ist denn hier hin? Ja, hier ist die Vierertür. So, können wir von hier aus schon irgendwie sehen? Das ist hier hinten. Hier müsstest du wieder was freischießen. Noch Heilung gibt. Ne, mir geht's erstmal nur, dass wir irgendwie ganz schnell das da nutzen, den da öffnen und irgendwo dahin rennen. Aber das schaffen wir nicht. Weil hier vorne haben wir nur Munition. Aber keine Heilung. Warte mal, könntest du faktisch hier über das Tor schießen? Wahrscheinlich. Um da irgendwas zu treffen? Wie viel Munition haben wir noch? Zwei. Mehr Munition nachholen tun wir eh denn hier hinten. Guck mal hier, wie wär's mit dem Ding? Können wir überhaupt was machen? Das bringt uns doch nichts. Heilung, natürlich. Ah, Heilung, nice. Na bitte. Können wir uns nämlich erstmal voll heilen und dann haben wir nämlich das Problem nicht mehr. Ja, das ist schön zu wissen, irgendwie, dass wir uns auf jeden Fall heilen können. Genau. No. So, willst du gleich mal einen Drops mehr drücken? Ja, ich hab auch gerade kurz überlegt. Hallo? Kurz überlegt, aber ja. Ja, ist ja gut, okay. Heilung, sehr gut. Ich kann sagen, das Spiel kann ja nicht so unfair sein. So, dann lass uns mal Aua machen. Kleine Impfung. Oh Gott. So, na denn, hurtig. So gut. Ah. Gut. Schnell raufstellen und schießen. Okay, wachsen wir jetzt. Jetzt kommt erstmal die Animation. Schon mal wieder Bockwurstfinger. Und da vorne ist eine Fünfertür. Okay, und du musst da durchschießen durch das Loch. Ach so. Durch die Lücke. Ist ernsthaft? Muss ich einfach. Kann ich. Nee, kann ich nicht. Abgelenkt worden. Shit. Hey, der muss doch getroffen haben. Er ist doch. Jetzt. Sehr gut. Ey, der Vorder war aber auch schon gar nicht mal so schlecht. Okay, hier vorne geht noch eine Tür irgendwo hin? Nee, doch nicht. Nee, hier ist, glaube ich, jetzt können wir unsere Fünfer... Okay, jetzt könnten wir nochmal zurücklaufen, ne? Könnten uns nochmal die Hand abschälen lassen und uns quasi den Fünfer-Ding reinhauen. Ja. Haben wir noch genug Leben? Ja, ich hab gerade geguckt hier. Guck. Also ein Balken geht uns jetzt gleich flöten. Hi Mutti! Hi! Frohes gesundes Neues! Schießt du auch da aus? Okay, dann ist eine etwas verkürzte Sequenz. So. Ich hoffe, ich schaff's. Ja, schaffst du das? I'm sprinting. Sehr schön. Damit haben wir den fünften Schlüsselstein. Genau, und jetzt geht er weg. Genau. Und Fujika. Okay, aber wir wissen schon auf jeden Fall, dass wir jetzt durch die Fünfertür durchkommen. Ja. Aber auch nur, wenn wir uns wieder abschälen. Genau, aber wir neben dem Fünfer war doch direkt so ein Abschäler, oder? Das weiß ich gar nicht.
Ich würde sagen, nein. Okay, das heißt, wir müssten quasi direkt über das Podest rennen. Ja, ich will mal ganz kurz hier nochmal schauen. Was hat mich hier nochmal gehabt? Hier war jetzt nur das zum Tür öffnen, ne? Also nur, dass genau, wir hier wieder richtig raus könnten. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, heilen wir uns auf jeden Fall einmal. Tja, ich hoffe, dass das von der Zeit her hinhaut irgendwie. Ja. Hier ist der Abschäler. Okay. Den kann ich nicht nehmen. Schade. Gut. Dann los, Benny. Be quick or be dead. Ja, ja, genau. So. Lauf, mein Junge, lauf. Wenn ich's gut. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus, Benny. Und Schlüssel aktivieren. Sauber! So. Und wir sind irgendwo um nirgendwo. Irgendwo um nirgendwo. Okay. Jo, der Parasit hat wieder die Hand zugewuchert. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Was ist denn das? Ich bin auf das. Kann ich nicht mit interagieren, weil dafür muss ich meine Hand wieder freikriechen. Ja, ist okay. Naja, jetzt ist es natürlich einmal durchrennen, ne? Wäre jetzt der Punkt. Ja, ich guck gerade, ob ich hier noch irgendwo was anderes, aber nee. Nee. Was haben wir da? Was ist das denn? Er sah aus wie eine Leiche. Ist eine Leiche. Okay. Wie viel haben wir denn noch? Ja, okay, müsste aber hinhauen. Okay, wenn wir schnell genug sind, müsste ja, das gehen. Leben ist tatsächlich nicht so gut, wenn die Zeit wirklich bleibt, bis er nachwächst. So, geht ja auch immer schneller jetzt. Schön. Run, boy, run. Sehr gut, Benny, sehr gut. Jawohl! Sauber! Setzen wir uns jetzt da selber rein, oder was? Oh, okay, okay. Ist das Ding dazu da, um uns den Parasiten zu entfernen? Ich hoffe. Also der wehrt sich auf jeden Fall vehement. Ach du, ach, willkommen bei Dr. Bilber. Na, dann operier dir den mal raus, Benny. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ach du Schande, ach du Gottes, so sehen wir aus? Ja. Ach, du glaubst es ja nicht. Ach, ist er hier unser, Alter. Der Typ hier? Was? Okay, und Rucksack abgenommen. Okay, kannst du ihn irgendwo hinbewegen? Oder ist er einfach nur abgenommen? Er ist einfach nur abgenommen. Boah, guck dir dieses widerliche Scheißding an, Alter. Okay. Warum lässt er ihn denn los? Ja, er hat sich halt einfach befreit, ne? So, ach, du glaubst es ja nicht, Alter. Wie geht, ey. Ich habe jetzt keine Waffen mehr? Also, okay, ich hab nichts mehr. Und ich komme auch nicht mehr durch diese Tür, durch da, okay. Ja, na okay, du kannst jetzt aber den großen Weg laufen, ne? Ja. Also, hoffe ich. Ja, ja. Das ist erstaunlich irgendwie, den haben wir quasi im Intro, im Hauptmenü, glaube ich, irgendwie, bei dem Erwachen des Parasiten. Das haben wir tatsächlich gesehen, das war ja nicht unser Erwachen, das war der Parasit. Stimmt. So, aber schnell ist auch anders, ne? Also er humpelt jetzt sich hier ein ab. Ja, na. Ich kann auch nicht mehr heilen, ich kann nichts mehr machen, ist jetzt ein Walking Simulator. Ach Gott. Aber tatsächlich, also jetzt finde ich es tatsächlich richtig gut gerade irgendwie das Spiel. Was jetzt so eine exotische Fremdartigkeit hat, irgendwie, das ist jetzt nicht einfach nur so ein Fleisch-Game irgendwie, sondern jetzt finde ich es tatsächlich wirklich richtig gut irgendwie.
Und wir sind natürlich offen wie ein Scheunentor, Alter. Die Därme hängen uns raus. Oh nein. Ja, aber wir sind parasitenfrei, wie 257 schreibt. Parasitenfrei, wuhu! Wurmfrei. Schön. Ja, aber wir sind halt am Arsch, Alter. Wir sind kurz vor Tod. Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, ob wir diese Ampulle, die wir jetzt mit dabei haben, ob wir die jetzt wirklich da einsetzen wollen. Wir haben also ja keine andere Möglichkeit irgendwie. Also was willst du sonst machen? Das weg. Ist das Einzige, was geht. Einfach weg. Raumschiff und weg. Und so einen Bagdad-Tank drinlegen. Ja, das war schon ein Tempel der Lüste. Also, ganz ja, wenn man klar. Das von links und rechts hier so sieht, ne, also... Ja. Sind auf jeden Fall gelenkig, die Freunde. Oh Gott, ihm geht's gar nicht gut. Ein Blutchenauswurf. Ja. Na komm, drück die Därme wieder rein, Junge, du musst nur ein bisschen durchhalten, auch komm. Wir müssen nur noch ein paar Stufen runterrennen. Komm, du schaffst das. Aber was bringt uns das, wenn wir das jetzt da einsetzen? Naja, also alle, wir sind schon mal wieder geboren worden. Wisst ihr? Und wir sehen quasi hochschwangere weibliche Wesen da unten irgendwie. Kein Taser dabei? Nee. Panzertape. Eine gute Gaffer. Lass da drauf und weiter geht's. Genau, Jojo. Boah, ey, mit letzter Kraft. Okay. So, und was? Hat aber auch so ein bisschen was Klickermäßig, wa? So mit dieser Blume da. So. Stage higher. Oh! Und hier ist der Anzug. Kann ich mir meinen Anzug anziehen? Ich will ihn anziehen. Ich kann ihn wirklich anziehen. Ich dachte, es wären... Ne, wir haben ja quasi schon gesehen, dass die quasi hinten drin hängen waren, diesen Dingern. Aha. Wir werden gemolken. Und füttern das zerebrale Netz. What? Alter, er schneidet da einfach durch, ey. Ach, hör auf, ey. So, wir sind jetzt connected, oder wie? Wir sind eins mit dem Hive. Oh Gott, und wir sind jetzt eins dieser schwangeren Wesen? Bewusstsein übertragen. Wie abgefahren ist das denn, Alter? Wie abgefahren ist das denn? What? Oh Gott, Alter. Guck uns mal kurz an. Wie sehen wir aus? Der Doktor da rum, Alter, was macht der denn da? Oh, ich könnte jetzt interagieren. Mach mal. Okay, okay. Was? Was machen wir jetzt? Wir nehmen uns mit. Warum?
Wir können. Ich kann. Was? Wechseln? Wie? Oh, Warum steht denn da? Wer ist sie denn? Benni, warum schneidest du denn da an uns so? Ich mach gar nichts. Ich hab keine Ahnung, was ich. Muss denn jetzt sein? Ich mach nichts. Ich kann das nicht beeinflussen. Alter, was ist denn das? Einfach nur sinnlos brutal jetzt gerade, Alter. Oh Gott. Ich kann wirklich wechseln, okay. Ach, du hast jetzt gerade manuell gewechselt oder war das automatisch? Nee, das habe ich jetzt manuell gemacht. Mit Leertaste kann ich irgendwie die Spielfiguren wechseln. Oh, ich der bin jetzt schnippelt hier. Da weit, da drin rum. Muss ich den hier irgendwie ablegen? Muss ich? Wir haben ja keinen Schlüssel eigentlich, ne? Irgendwie, wahrscheinlich müssen wir jetzt seine Hand nehmen und darin drücken. Wir spielen einmal ein männliches und einmal ein weibliches Wesen wahrscheinlich, wa? Oder? Kann das sein? Nee, ich kann mit dem nichts machen. Okay, aber irgendwas, irgendeinen Sinn muss er ja haben, wenn wir ihn jetzt hier mitnehmen. Ah, können wir ihn hier hinlegen? Nee, wir stellen uns einfach rauf und dann wechseln wir. Jetzt geht die Tür auf. Ja. Ach Gott. Reicht aber nicht. Musst du den zweiten auch nochmal draufstellen? Vielleicht reicht es vom Gewicht nicht. Welche Richtung? Da jetzt. Boah, guck dir mal dieses Gemälde an. Benni. So, ich möchte bitte eine zentrale Einstellung davon haben. Eine zentrale? Genau, von hier, genau. Bitte schön anschauen. Das sieht gut aus. Vielen Dank, Benni. So, warum? Okay, es reicht nicht aus, wenn wir uns da zusammen raufstellen. Kann der jetzt was bedienen hier? Nee, ne? Achso, mit dem haben wir ja schon hier vorne dran, ne? Ja, wir haben natürlich nicht diesen Aufsatz. Wir haben keinen Schlüssel. Können wir den Aufsatz uns hier von irgendwen geben lassen? Wie zum Beispiel von dieser Maschine? Was macht denn diese Maschine? Ja, guck mal. Ja, diesen Aufsatz. Diesen, ne? Zing, zing. Zing, zing? Genau. Zing, zing. Deines Bier? So, und jetzt könnten wir, glaube ich, hier. Ja, jetzt können wir sie nämlich bedienen. Aber es ist, glaube ich, trotzdem richtig gewesen, dass wir jemanden nach vorne hingestellt haben, als für Gewicht. Soundspur spinnt ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, ob das sogar gewollt ist. Na, du hast jetzt schon bei dem Segen gemerkt, irgendwie das kurz aussetzte. Ja, ja. Oh Gott, was zur Hölle ist das jetzt für ein Tor? Wo führt das denn jetzt bitte hin? Aber wir gehen einfach jetzt hier runter und laufen jetzt mal mit den. Mit dem anderen, der fleißig hier reinhackt, weiter. Weil jetzt kann ich mich auch nicht mehr wechseln. Okay. Kannst du dich umschauen? Also kannst du nach oben schauen, oder? Nee. Nee, kannst einfach nur geradeaus, ne? Ja, ich kann wirklich gerade nur geradeaus laufen. Und noch nicht mal sprinten. Ja. Dann wirst du mal langsamer, ne? Ja. Okay, dann übergebe den Körper in den Void. Ja, aber wem? Also, wem oder was? Übergeben wir dem denn jetzt? Die Entität, ich weiß nicht, irgendwas, was dieser ganze Lumpe da steuert, irgendwie. Nasen-Charlie! Nasen-Charlie, danke für dein Follow! Dankeschön, du bist 150! Frohes neues Jahr! Vielen Dank für dein Follow! Der ist für dich! Okay, jetzt sind wir wieder wir. Und da kommt der Parasit wieder. Wieder haben, Alter. Er will seinen Körper wieder haben. Dabei waren wir doch schon befreit. Fuck, Alter. Oh Gott. Das ist ein widerlicher Organismus. Ey, sag mir nicht, dass das. Das wir sind tot. Der Körper ist für uns, glaube ich, nicht mehr verfügbar.
Gottes Willen, warum ist er denn noch wach? Warum ist diese arme Sau noch wach? Er ist aber auch nicht der Einzige, der noch wach ist. Es ist einfach nur noch ein Fleischklumpen. Was ist, das kann doch nicht der Sinn und Zweck eines Symbionten sein irgendwie. Was, warum denn? Das ist jetzt die finale Form? Scheint so. Oh, Alter, das ist die wahre Hölle, Alter. Das ist Agonie pur. Das war's? What? Ich habe ganz viele Fragen und kann sie nicht beantworten. What? Okay. Was, Benny, was war das bitte gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, ob es irgendwie noch andere. Also, gibt's. Also, ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber wir sind einmal durch. Aber so richtig durch. Ja. Aber so richtig durch. Oh Gott, Alter. Oh Gott, was zur... Ey, Leute, wenn ihr ansatzweise einen Plan habt, was in diesem Spiel hier passiert ist, bitte schreibt's unten in die Kommentare rein. Weil weder ich noch der da drüben haben nur ansatzweise eine Ahnung, was uns das Spiel jetzt, glaube ich, sagen wollte, oder? Also... Nee. Also ich bin sprachlos. Ich habe keinen Schimmer, was da... Nö. Einfach nö. Wenn euch aber das Spiel trotzdem gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Und vor allen Dingen, wie Stevie schon sagte, schreibt mal, was der Sinn und Zweck des Spiels war. Aber okay, gerne ein Like da lassen, falls ihr noch nicht gemacht habt. Auch gerne ein Abo da lassen fürs nächste Projekt. Und ansonsten sagen wir erstmal tschüss.